Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Eine neue Season beginnt und wir wollen uns das heute hier angucken mit den beiden neuen Maps, beziehungsweise eine komplett neue Map und eine Splatoon 1 Map, die wieder zurückkehrt und natürlich weiteren Waffen, die dazugefügt werden. Und eine von diesen weiteren Waffen, von diesen neuen Waffen, werden wir heute auch zocken. Ich bin mal gespannt, welche ich nehme, was da jetzt generell dazu kommt. Ich habe da jetzt keine Erinnerung mehr. Aber gut. Big Run ist auch im vollen Gange. Allerdings werde ich hier diesen Big Run nicht zocken. Mir fehlt einfach die Zeit dafür. Wird nix. Daher werden wir das mal ganz kurz überspringen, weil dafür sind wir heute nicht da. Wir sind für das neue Update da. Die neue Season, die Frostsaison 2023, die bis zum 1. März geht. Also beziehungsweise bis zum 28. Februar und zum 1. März wird die nächste Season starten. So. Und das sind die neuen Waffen. Einerseits ein neuer Lackt-Deko-Bogen, neuer Splatana, eine Bleistift-Sniper, eine neue, okay. Ein Esper, also von den ganzen komplett neuen Waffenarten gibt es jetzt jeweils eine neue Variante. Cool. Und dann gibt es noch einen neuen Quetscher, einen Kleckstoppler, Blaster und Zorella Undercover. Und natürlich die neue Spezialattacke. Warte mal. Warum? Es gibt jetzt inzwischen. Ist das der Tintenschock dort rechts? Gibt es jetzt zwei Spezialattacken? Da ist irgendwie was Neues. Werden wir mal sehen. Und natürlich die zwei neuen Maps. ROM und Rahmen. Also ROM und RAM. Und Blauflossendepot. Ich freue mich drauf. Werden wir heute alle beide sehen. Jo. Neues von der Bär GmbH gibt es auch nochmal. Hier. Eine neue Kreatur anscheinend. Und ja, dann sehen wir uns gleich bei der Waffenauswahl wieder. Und dadurch, dass ich in der letzten Season so gut wie nie Rangkampf gespielt habe, ist dementsprechend auch mein Rang nicht so sonderlich hochgegangen. Und ja, trotzdem haben wir ein bisschen was geschafft. Katalogstufe 42 war ich, ausstehende Belohnung erhalten. Und der neue Katalog, der ist natürlich jetzt auch da. Artikart 1, damit winken neue... Ah, okay, ich habe eine Artikart bekommen. Ist ja nett. Gut, ich habe mir mal die ganzen Waffen angeguckt und ja, jetzt ist halt das Problem, zwei neue Spezialattacken, welche nehme ich als erstes? Und ich bin sehr dolle gespannt auf den neuen Tintenschock, den Tri-Tintenschock, was ich sehr interessant finde, weil es gibt ja den normalen Tintenschock noch im Story-Modus, aber jetzt hier einen anderen Tintenschock zu haben, ich weiß nicht, ob man den im Trailer gesehen hat, diesen Tintenschock, Tri-Tintenschock oder nicht. Auf jeden Fall habe ich den da nicht wahrgenommen. Und darum nehmen wir jetzt den NPR Kleckstoppler. Und zum nächsten Part, nächste Woche, möchte ich natürlich dann die andere Spezialattacke auch nochmal ausprobieren. Daher, ja, und ich werde sogar dieses Mal sofort die Waffe anlegen, falls ich jetzt sofort, wenn ich in eine Runde reingehe, die neue Map kriege, dass ich dann, ja, dass dann auch schon diese Waffen drin habe oder irgendwie so. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, bevor es jetzt in der Runde richtig reingeht, möchte ich mal zumindest den Tri-Tintenschock hier mal ausprobieren. Falls ich jetzt nicht die neue Map kriege, dass ich wenigstens jetzt hier schon mal blind gesehen habe, wie der Tri-Tintenschock überhaupt funktioniert. Sodass wir dann, ja, dann hier schön reinstarten können gleich. So, jetzt ist hier aufgeladen. Ich bin mal gespannt. Zack. Oh, das sieht richtig genial aus. Das könnte meine neue Lieblingsspezialattacke werden. Ui! So, dann jetzt ab in eine Runde rein. So, da haben wir endlich die Map ROM und Rahmen. Mit dabei sind Angie und Max Angie im Gegnerteam. Heute als Inky SF. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt schon zwei Runden auf Schnapperschen-Basar mit der neuen Waffe gezockt, weil es kam halt natürlich nicht die neue Map direkt dran. Warum sollte sie auch? Ich bin froh, dass sie überhaupt jetzt da ist. Und dann gucken wir uns die mal an. Okay, sieht schon mal interessant aus. Da oben ist hier der Kessel, die Schüssel, so gesehen, wo das Essen drin ist. Und Max ist hier schon mal mit vorne. Da haben wir auch schon mal einen, der ja schon mal weg ist. Ich versuche mich mal ein bisschen hier mal anzuschleichen. So, hallo. Hallo, tschüss. Das war doch hier mal schon mal ein schöner Kill mit der neuen Spezialattacke. Die ich wirklich sehr cool finde. Ich habe die jetzt schon mal vorhin eingesetzt, in einer anderen Runde. Da habe ich auch schon direkt einen bekommen. Nein, Angie. Ja, Angie. Doch. Na toll. Ich habe auch Max. Nein, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Aber ihr seid wenigstens in Gefahr. Was ist? Was?
Was ist das? Das ist meine neue, die eine neue Ulti, die ich gerade benutze. Ach so! Ich hatte gar nicht mehr gewusst, dass die so auch so schwarz-weiß macht. Ich war gerade so. Macht die aber. Ja, das cool. Ist, aber ja. Das ist vorweiß, die Tinte siehst du gar nicht mal. Ja, jetzt hab ich mich nochmal gespannt, wenn ich da dann reingehe. Ja, die neue Spezialattacke, die andere, die werden wir im nächsten Part dann zocken. Ich bin da auch schon sehr gespannt, wie die so sein wird. Mal gucken, welche Waffe ich dazu nehme. Ich habe schon so einen kleinen Favorite, habe ich schon. Gucken wir mal. Ja, danke Stringer, dass du dich verwickeln hast. Das war jetzt nicht so klug, aber egal. Da haben wir eine Curling-Bombe hin und weiter geht es, weiter geht es. Dennis, es regnet, was soll denn das jetzt hier? It's raining tacos. Nein, nein. Angie? Ich wollte eigentlich weg so, mit dir! Ich dachte, ich hab Roller oder so. Ich wünschte, es gibt so einen Roller mit dieser Special, mit dieser Wall Special. Ja, vielleicht kommst du noch, vielleicht kommst du noch. Es ist hier, jetzt sind alles bloß. Warum ist hier so viel Zeug? Und warum springt da jemand mitten rein ins Verderben? Ist ja klar, dass ich da jetzt nicht irgendwie beschützen kann. Oh nein. Ja, 43 Sekunden und voll erwischt. Ich habe jetzt noch keine einzige Runde gewonnen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe noch keine Runde gewonnen. So, da ist jetzt hier dieser Schild. Kann ich den nicht durchbrechen? Man kann den nicht anschießen. Okay, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Eigentlich war ja auch geplant, dass ich den Schild heute ausprobiere. Allerdings, das Problem an der Sache ist halt, dass es zwei neue Spezialattacken gibt, womit ich nicht gerechnet habe. Und da bin ich dann doch lieber so, ich möchte unbedingt den Tintenschock ausprobieren. Ich wollte unbedingt den Tintenschock ausprobieren. Dankeschön, dass du jetzt noch weg bist. Wie sieht's aus aktuell? Ich muss nochmal ein bisschen färm. Ich habe keine Tinte mehr, Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Aber es könnte schlecht aussehen. Gott, danke. Nicht gut. Auf der neuen ich will auch unbedingt mir die Amiibos holen. Aber ich will die mir nicht im Dreierpack holen. Viele sagen, es gibt den nur im Dreierpack. Ich habe keine Ahnung. Die neuen Amiibos weiß ich nicht. So, wie sah es gerade mäßig aus? 7-3 bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Ja, war halt jetzt mal doof gelaufen. War einfach doof gelaufen. Ah, endlich ein zweites Mal die neue Map. Inzwischen haben wir nochmal zweimal Schnapperschen Bazaar gezockt. Ich glaube, das war es jetzt so zweimal. Ja, gut, dann. Angie ist jetzt im Gegnerteam. Max war jetzt, glaube ich, in meinem Team. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt hier loslegen. Dann gleich mal loslegen. Ja, was ist denn los? Irgendwie finde ich es gut. Ich bin ja auf dieser Map halt immer eure Gegnerin. Oh. Ja. Schirm. Keine gute Kombi. Ich freue mich auch schon sehr dann auf die Splatoon 1 Map, die dann danach kommt. Da freue ich mich sehr. Oh, hier geht's auch hier unten lang. Krass, das habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ja, die neue Map gefällt mir bisher, muss ich sagen. Muss mich noch ein bisschen hier eingewöhnen, aber sonst gefällt die mir. Ach Mann. So, tschüss. Ja. Nein, da waren ja zwei Leute. Ich dachte, da ist nur der eine da. Ah, der Undercover hat es leider nicht geschafft, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Fun Fact, ich habe bisher immer noch keine Runde gewonnen. Und wie immer, man führt und dann die letzten 20 Sekunden sind alle besiegt und dann kippt die Stimmung. Dennis, du hast gewonnen. Ich hab einmal gewonnen. Einmal. Echt? Auf der Map. Und das wird dein zweites Mal wahrscheinlich werden. Nee, da haben wir doch vorhin noch verloren. Ich habe bisher heute noch kein einziges Mal gewonnen. Dann wird das dann wahrscheinlich dein erster Sieg, wie es aussieht für uns. Ja, guck mal. Wäre natürlich schön. Aber. Das wäre natürlich schön. So, dort links ist noch nicht eingefärbt. Da gehen wir mal kurz hin. Ja, Alter. Aber der Eindruck wirklich bisher von der neuen Map gefällt mir schon mal. So, wo mir ist nicht eingefärbt? Ist hier... Warte, wo ist denn... Nee, ich bin jetzt ganz... Ach, hier hinten. Das Ding ist hier nicht eingefärbt. Ah. Und da oben auch nicht. Na gut, machen wir erstmal so ein bisschen provisorisch. Da ist eine Doppler, die hier meint... Was, wie schnell hat die mich gekillt? Das war natürlich jetzt nicht so schön. Ich muss mal hier zum Teammate springen. Ich glaube...
Max ist sauer, weil ich ihn mit dem Stab einmal 360 genoscoped habe. Uff. Das ist natürlich berechtigt, dass er sauer ist. Berechtigung. Oh mein Gott. So, tschüss Angie. War schön mit dir. Hallo Dennis. Ja. So, hier mal eine schöne Curling-Bombe rein. Tschüss. Noch eine Curling-Bombe. Oh, schön. Ich habe mit der Curling-Bombe jemanden bekommen. Gefällt mir. Oh, wo sind denn die Gegner hier? Oh, mehr in der Mitte. In eurem Spawn. In eurem Spawn waren wir. So, tschüss. Nicht. Hau bloß ab. Könnt ihr aufhören zu zweit? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Wir wollen jetzt hier diese Runde mal gewinnen hier. Aber, und in dem Moment sterbe ich. Tschüss, ich komme wieder zu euch. Uff. Alter. Danke fürs Abcampen des Supersprungs. Ich mag das gar nicht. So, hier nochmal umfärmen. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Wehe, wir haben es jetzt wieder verloren. Dann schreie ich. Dann schreie ich einfach. Bitte mute dich bitte bei der Ohren. Nein. Bitte, ich will's nicht hören. So, wunderbar. Endlich. Und jetzt der Beweis, dass ich heute noch keine einzige Runde gewonnen habe. Gleich. Irgendwie bin ich glücklich, dass ich das verloren habe. Okay. Wegen meinen Öhrchen. Oh. Was ist gerade ein Klatscher oder was war das? Ich habe da gerade nicht aufgepasst. Na, egal. 9 zu 4. Zumindest die Kills laufen. Das finde ich gut. Und erster Sieg des Tages. So. Bam. Dann, nächste Runde geht's weiter. Ich fasse es nicht. Wir kriegen die direkt danach eine weitere Rom- und Rahmen-Runde. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich war hier noch ein bisschen am Naschen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber umso schöner. Weil dann kann man nach der Runde mit der Splatoon 1 mit fortfahren. Das Name mir gerade wieder nicht einfällt. Schlimm. Hier, wie heißt das? Blauflossendepot. Blauflossendepot, richtig. Mensch, warum fällt mir der Name nicht ein? Wir hatten hier eine Heuboje. Oh mein Gott, wer ist denn hier jetzt? Hallo? Nein, machen wir nicht. Übrigens, Dennis, ich bin Max! Deine Unterstützung. Aus. Ach, na toll. What? Der eine hat einen ganz schön ekligen Namen. Ich hab den Namen noch nicht. Oh, ich bin voll in dieses Ding hier reingesprungen. Jetzt hat hier noch jemand eine. Oh, Heuboje. Du hast ihn gekillt, oder? Oder wer? Ich hab hier keinen gekillt. Aua. Der hat wirklich, ich frag mich, wieso Nintendo manche Namen noch nicht gebannt hat. Dann hoffe ich mal, dass ich diesen Namen nicht zu Gesicht bekomme. Aber gut, wir wollen nicht darüber weiter erzählen, weil sonst kriegt er ihn die Aufmerksamkeit und das wollen wir nicht. Max! Ich sag so. So, jetzt weißt du, wie ich mich fühle, Dennis, mit ihm im Gegnerteam. Ja, es war jetzt nicht mal Max, das war der mit der japanischen Schrift. Gut. Wollen wir mal ein bisschen mal nach vorne kommen, dass wir mal ein bisschen mehr hier haben. Alter. Ja, jetzt macht der Tintenschock. Oh, ich bin so gut wie tot, ja. Ich bin auch ein Totbrot gewesen. Was war? Ach, das geht jetzt auch wieder. Stimmt, wenn man zu anderen Leuten springt, dass man den Tintenschock dann einsetzt. Das geht jetzt auch wieder. So, auf geht's. Ah, ich wollte es jetzt mal ein bisschen probieren. Ich wollte es einfach. Ach! Nervt doch noch mehr mit euren Detektor-Dinger da. Ob das wieder eine Runde wird, die wir verlieren? Gucken wir mal. Ja. Das schaffen wir nicht. Dennis. Vor allem, wenn er hier wieder da ist. Und ehe ich reagieren kann, bin ich tot, Mano. So, zack. Ah, das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt wurde ich von der Heuboje gekillt. Weil so wenig Platz da war. Ja, okay. Diese Niederlage, die müssen wir eingestehen. Komm hier noch wenigstens. Danke, dass ich den Kill noch habe, aber sterben hätte ich jetzt hier nicht müssen. Muss man einfach mal dazu sagen. Aber okay. Oh mein Gott.
schieb's einfach auf mein Gear. Naja. Wir sehen uns dann beim Blauflossendepot in der nächsten Runde wieder. Für Angie und Max zur Info, ich gehe jetzt hier raus aus der Runde. Und dann geht's 15 Uhr für uns dann gleich weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir es haben. Es ist 14.31 Uhr. Hey, halbe Stunde Zeit jetzt. Krass. Gut, dann bis gleich. So, wir sind jetzt hier beim Blauflossendepot. Mit dabei sind jetzt Angie, Maxwell im Gegnerteam, Cliris und Kevin. Und Angie ist gerade als Zuschauerin. Und Wahlfan ist gerade auch noch in meinem Team. Stimmt, Angie ist im Zuschauer. Und derjenige mit den japanischen Schriftzeichen ist auch wieder mit am Start. Und da sind wir jetzt im Blauflossendepot. Ich muss dazu allerdings sagen, ich habe jetzt die Map schon ein paar Mal gezockt. Denn ich habe eigentlich den weiteren Part aufgenommen, ganz normal. Allerdings, das Problem war dann, dass als ich auf Aufnahme BN gedrückt habe, ist mein PC mal wieder abgeschmiert. Und der Part war mal wieder futsch, wie schon mal in Splatoon 3 Online Pass, leider. Und dementsprechend müssen wir das jetzt hier nochmal neu aufnehmen. Wir sind jetzt in einem privaten Battle drin, damit wir das jetzt so schnell aufnehmen können. Und zudem sind wir jetzt auch im Livestream, der am Samstag war, und nehmen das jetzt einfach auf. Ja, sagen wir es mal so, Ersteindruck Blauflossendepot ist ja auch jetzt nicht unbedingt da gegeben, weil letztendlich, ich kenne ja die Map schon. Cliris, das sah sehr schön aus. Das sah wirklich verdammt schön aus. Cliris zum zweiten Mal schon. Und ja, die Map hat so ein paar kleine Änderungen bekommen. Einerseits hier der Bereich, wo ich gerade bin, hat sich so ein bisschen geändert. Ah, ich muss jetzt hier mal kurz mal ein bisschen angreifen, die Gegner. Ah, schade. Aber hier, der Bereich hat sich geändert und hier sind so ein paar Brücken mit drin, dass man auch zwischen den zwei, ja, Main-Bereichen, so nenne ich die mal, hin und her wechseln kann. Und hier war sonst immer eine große Brücke, die jetzt nicht mehr da ist. Und auch da ist jetzt alles ein bisschen weitläufiger, hat sich halt ordentlich geändert. Was ich natürlich sehr, sehr schön finde, dass diese Map dann auch nochmal ordentlich umgebaut wurde. Das macht sie nochmal schön frisch und so weiter und so fort. Das macht sie wirklich nochmal sehr, sehr frisch. Was mir natürlich sehr dolle gefällt. Ja. Und sonst, was sich geändert hat, sind diese Plattformen. Die gehen jetzt so nach oben, wenn man da drauf stehen bleibt. Sonst musste man die Wand einfärben und dann kam man so nach oben. So, recht mit dir. Und hier kann man halt jetzt so rüber und dann hier rüberspringen. Was dann auch nochmal ganz gut ist, dass man ganz schnell zur anderen Seite gehen kann, wenn da gerade Not am Mann ist oder irgendwie so. Dennis? Ja? Ich überlege gerade auch aufzugehen für heute. Alles klar, ist kein Problem. Ich weiß es gerade nicht so, aber irgendwie... Ich bin neu an Spawn, an Team Blau. Irgendwie verliere ich gerade auch die Lust. Ist ja kein Problem. Wir sind gerade genügend Leute für die paar Runden privat, die wir jetzt zocken. Wir machen jetzt nochmal dreimal Blauflossendepot, würde ich sagen. Und wir sind gerade in Gefahr. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Doch, das ist schon gut. So, Kevin, weg mit dir. Jetzt hier alles mit dem Färben, aber das wird nichts. 4 Sekunden. Klerik! Mein Meister. Ja, so. Gefallen von Klima. Leider wurde das jetzt nichts mehr. Schade drum. Schade, schade, schade drum. Klerikst der Zweite hat sich gerecht. Oh, warte. Schon. Nee, das. Also, ich dachte, es wäre eindeutiger. Ich mach noch ein Match, wenn ich das nächste spielen darf, und dann gehe ich raus. Alles klar. Heute gut. So. Das ist dann mein letztes Match. Cliris, GG, du hast meinen ersten Fistball. GG an den Gegner und das war doch trotzdem ganz gut. 5 zu 4, das passt. Und dann bis gleich. So, Runde Nummer 2. Wir brauchen ja jetzt hier nicht warten, weil wir haben ja privat, da habe ich die Map einfach ausgewählt, dass wir hier die zocken. Und ja, jetzt spielt Angie mit. Dafür Wahlfan macht jetzt Pause, so gesehen, beziehungsweise Wahlfan ist auch für die nächste Runde nicht mehr mit am Start. Max ist auch nicht mehr mit am Start. Max war vorhin noch mit in der Aufnahme mit dabei, beziehungsweise ich war mit Max vorhin auch noch im Discord bei diesen Blauflossendepot-Runden, die leider verloren gegangen sind, wie gesagt. Allerdings, ich habe jetzt generell
mein Aufnahmeformat, womit ich jetzt, oder in, wie ich meine Videos aufnehme, habe ich jetzt umgeändert. Ich habe es wieder zurückgeändert gehabt, aus dem vollen Grund, weil letztendlich kann ich die Dateien, die ich so aufnehme, nicht in Adobe einfügen. Aber der liebe Reto hat mir gezeigt, dass wie ich die Dateien mit OBS umwandeln kann, dass ich die dann doch in OBS reinkriege. Darum habe ich das jetzt wieder so geändert mit dem Dateiformat. Kleinen Moment. Oh. Mit dem Dateiformat, wie ich es jetzt aufnehme, kann mein PC hängen bleiben, wie auch immer. Die Datei ist auf jeden Fall gesichert. Wenn die Aufnahme unerwartet abbricht, ist nicht so schlimm. Ist jetzt nicht mehr das Problem. Ich habe das jetzt so umgeändert. Dennis, spring zu mir. Ja. Ich bin ganze Zeit bei denen im Spawn und bin gerade frei. Alles klar, danke. Dann wieder die gleichen Teams, also genau das gleiche Team habe ich. Bin ich sehr gut. Wenn ich irgendwie eine Frage gestellt habe, dann nächste Runde würde ich gerne noch mitspielen, aber dann muss es wirklich los. Alles klar, ist kein Problem, ist kein Problem. Ach, jetzt habe ich mich schon gemeldet. Yes. Ja, wir gucken mal gleich. Klären wir gleich. Ja, zudem ist ja jetzt auch in was angekündigt worden, und zwar die Serverzeiten von Splatoon 1 bzw. generell von Wii U Spielen werden nächstes Jahr, glaube ich, im Frühjahr oder so beendet. Da plane ich für nächstes Frühjahr, kurz bevor die Server geschlossen werden, plane ich sogar nochmal einen Splatoon 1 Stream. Habe ich voll Bock drauf, als letzter Splatoon 1 Stream, bevor die Server abgeschaltet werden, dann nochmal Splatoon zu zocken. Darauf hätte ich selber ordentlich Bock, und vielleicht sind auch manche aus der Community mit am Start, die dann da mitzocken können. Nur mein letztes Mal die alten Maps zocken. Wie bekommst du die Free-Kamera? Was ist mit der Kamera? Wie bekommst du diese Kamera, wo du über die Map fliegen kannst? Kann ich dir gar nicht sagen. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das ist ein Plan für ein Frühjahr. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Server abgeschaltet werden. Ob das Februar, März irgendwie war. Meiner es war um diesen Zeitraum so ungefähr, dass ich dann da nochmal ein Splatoon 1 Stream mache, einen allerletzten. Ich hatte zwar damals nach dem Let's Play gesagt, es gibt nur einen einzigen Splatoon 1 Stream dann nur noch bei mir, den wir dann auch gemacht haben, aber ich glaube, das bietet sich dann nochmal an, da nochmal ein Splatoon 1 zu streamen. Vielleicht mache ich dasselbe auch nochmal mit Mario Kart 8, mit dem normalen Mario Kart 8 Let's Play. Und Klee, hast du gedacht? Dennis! Aber da habe ich gedacht. Dennis! Ja. Es sind keine Jump-Modus. So. Was ist eigentlich? Dennis, darf ich noch schnell was sagen? Es sind keine Jump-Scares mehr, das sind Klerik. Nee. Wer hat die Doppler? Kann es nicht mehr sehen. Guck gleich und sag dir gleich. Gut. Aber wie ging's aus jetzt? Ich glaube, das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Ja, okay, letztendlich waren wir ja am Ende voll erwischt. Und das ist leider spielentscheidend gewesen. Ja, die Blauflossen-Depot-Runden in der Aufnahme liefen auch nicht gut, haben wir alle drei verloren. Aber dafür kam Blauflossendepot wirklich sehr, sehr häufig. Direkt bei der ersten Runde kam Blauflossendepot. Das war schon da ganz gut. Und dann war die Aufnahme trotzdem futsch. Aber gut, Dennis, in Zukunft passiert mir das jetzt nicht mehr. Ich habe gerade Kevin, ich hatte halt Stamp, ne? Und ich habe ihn benutzt. Er wollte mich halt mit dem Trishock einfach rausnehmen. Und ich bin einfach mit dem Stamp ein bisschen gesprungen und habe ihn mit dem Stamp dann erreicht. Okay. So. Dann jetzt noch mit Maxwell und mit Angie in einem Team. Dafür ist jetzt Kevin als Zuschauer. Und dann haben wir diese Aufnahme hier jetzt auch geschafft. Ja, ist halt belastend, dass das jetzt so passiert ist, aber gut, dann ist das so. Ich habe mich sehr doll geärgert, weil ich habe gerade auf Aufnahme BN gedrückt, zack, hatte ich einen Bluescreen. Fehlermeldung. Und da hatte ich dann so neu oft, oh, hoffentlich wurde jetzt die Aufnahme gespeichert. Bitte wurde die Aufnahme gespeichert. Hab dann angeguckt, nein, wurde sie nicht. Weil das eigentlich vorhin auch so gut gepasst hat. Nach dem ersten Teil der Aufnahme habe ich noch ein bisschen Mario RPG aufgenommen. Und dann ging es direkt 15 Uhr weiter mit Blauflossendepot. Das hat eigentlich von der Zeit her so gut gepasst. Aber naja, dafür jetzt ein tolles Stream. Eieiei. Ben ist da jetzt nochmal so richtig am reinschwitzen. Ich auch. Kann der in meinem Team? Alter. Ben ist in deinem Team, ja. Ah ja, der macht schon gute Kills. Aber du nicht. Auf einmal waren da drei Leute. Oh, okay. Gleich kommt der Stempel wieder, vertrau mir. So. Ach, Digga. Spät. Kann jemand bitte diesen Feindesfeder aus unserer Base bekommen? Gerade der kann ich nicht. Der nervt mich langsam, aber tierisch. Schmeckt es, wo deine Buja drauf. Das bringe ich auch noch dazu. Mann, dieser... Oh.
Hey, der stirb doch! Mensch! Kriorix! Hätte ich dir nicht sagen sollen. Also irgendwie ist das gerade ein Spawn-Camping vor Spawn-Camping so. Ja. Nur dass wir halt trotzdem in Gefahr sind, was ich nicht gerade nett finde. T-Rex, komm runter! Komm her, T-Rex. Ich mach mir hier mal ein bisschen hier grün, türkis, was auch immer das ist. Komm! Ich hätte dir einige Arbeit mit dem Laufen ersparen können, aber du wolltest ja nicht zu mir kommen. Ja, ich wollte da noch alles färben, so Angie, weißt du? Nee, ich meine Klerik. So. Der hat es ja sich umständlicher gemacht. Ja, kannst gerne an dieses Ding schießen. Ah! Ben ist weg. Hast du gut gemacht, Dennis, kriegst einen Keks. Dankeschön! Ich mag Kekse. Pro Kill kriegst du einen Keks. Oh, das ist fair. Das ist fair. Das finde ich sehr, sehr fair. Nein, nicht schon wieder! Los, ah, Ben ist wieder weg! Pro Kick kriegst du einen Keks, darfst sogar aussuchen welche. Oh, echt? Cool! Das gefällt mir. Ja! Warum sind wir wieder in Gefahr? Ich bin hier die ganze Zeit am Färben, Mensch! Ich färb auch alles um! Nein, Kiris, hör auf! Doch! Ich will jetzt hier eine Runde gewinnen, damit das klar ist! Ich will alle Runden gewinnen! Kannst du ja nicht! Nein! Komm, hier nochmal! Ah! Also, ja, das haben wir verloren! Das haben wir verloren! Mann! Ja! Sogleich kriegst du den Stand, wie viele Kekse du kriegst. Ich hoffe, du hast Kills gemacht. Ja, ich hab natürlich Kills gemacht! Nur leider verloren. Aber naja, das war trotzdem eine sehr schöne Aufnahme. Jetzt nochmal mit ein paar mehr Leuten jetzt hier am Ende. Hat auch seine guten Seiten, weil wir jetzt hier 6 Mann im Privat waren. War ja jetzt auch nicht so verkehrt. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder mit der anderen neuen Spezialattacke. Worauf ich mich natürlich auch schon sehr dolle freue. Also bis dahin und tschüss. Ciao.